Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Natascha, und ich habe euch heute wieder Bücher mitgebracht. Was habe ich heute mitgebracht? Ich wollte euch vor allen Dingen einen Verlag vorstellen. Das ist ein englischer Verlag und der heißt Mantra Lingua Verlag. Der Verband kennt diese Bücher eigentlich also schon richtig lange und hat die schon auch immer wieder vorgestellt. Also das ist hier zum Beispiel Nita Goes to Hospital. Ich sag gleich noch mal was dazu. Und Tom and Sophia Start School. Diese Bücher gibt es jetzt alle auf Deutsch und einer zweiten Sprache. Es gibt diese Bücher in 39 oder 38 Sprachkombinationen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber irgendwas in dem Dreh. Und das Tolle ist, also dass es halt bei diesen vielen Sprachen auch Sprachen gibt, in denen wir sonst wenig Kinderliteratur, also zweisprachige Kinderliteratur haben. Also zum Beispiel Deutsch Wolof gibt es, Deutsch Twi, Deutsch Yoruba, aber auch Paschtu und also wahnsinnig viele verschiedene Sprachen. Das ist ein Plus, was aber auch toll ist, also obwohl es diese Bücher schon echt lange gibt, also ich glaube, das ist von 2005, ist diese Geschichte einfach auch heute noch, also ist zeitlos, ja? Weil es geht einfach um dieses Mädchen, Nita, die geht mit ihrem Hund spazieren, der Hund rennt über die Straße, sie rennt hinterher, es gibt einen Unfall mit einem Auto, sie ist am Bein verletzt, kommt ins Krankenhaus und dann sieht man einfach, was alles dort passiert. Oder hier haben wir den ersten Schultag von diesen beiden Kindern, das ist die Lehrerin. Ja. Wie die das erleben. Das ist natürlich ein englischsprachiger Verlag. Das heißt, also auch die Illustrationen und da, also das Umfeld ist hier zum Beispiel auch so englisch, ne? Trotzdem finde ich das nicht jetzt, dass das nicht passen würde also weil die Themen sind ja die gleichen. Also der erste Schultag ist einfach aufregend und was passiert da und wie wird wohl die neue Lehrerin sein und wie sieht ein Klassenzimmer aus? Also so, da gibt es jetzt nicht so Riesenunterschiede, sage ich mal. Aber man merkt es schon, ja, dass es nicht hier in Deutschland ist. Also was toll ist an diesen Büchern, ist einfach, dass sie in diesen verschiedenen Sprachkombinationen erhältlich sind und dass sehr viele Personen of Color drin vorkommen, die halt auch verschiedene Positionen einnehmen. Also es sind nicht, also es sind halt mal Eltern, aber es ist auch mal die Ärztin oder die Lehrerin. Und genau, das sind einfach Bücher, nach denen wir suchen. Die Kinder brauchen positive Vorbilder. Es ist nicht plakativ, es ist einfach sehr beiläufig, sehr selbstverständlich. Und das sind einfach, sage ich mal, nette Geschichten. Also es ist jetzt nicht literarisch, aber es macht trotzdem Spaß. Also vor allen Dingen hier das. Das liebe ich für seine Illustrationen, weil die sind ja so wie Knetfiguren. Das erinnert mich an so Knetfiguren. Da gab es früher auch mal so eine Zeichentrickserie. Und irgendwie verbinde ich das immer damit. Also so diese Art der Illustration. Die ist auch sehr klar, sehr reduziert. Es ist wenig Text. Es bietet sich zum Selberlesen an, aber auch zum Vorlesen. Und man kann wunderbar mit den Kindern ins Gespräch kommen über die eigenen Erlebnisse. Alles klar, das ist meine Empfehlung für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!